Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich spreche heute mit Joanna Pope über Degrowth und Akzelerationismus. Ich werde Joanna dann am Beginn des Interviews auch noch genauer vorstellen und fasse mich deswegen hier jetzt kurz. Vielen Dank an Georg für deine Spende. Vielen Dank auch an Justus für deine erweiterte Unterstützung bei Patreon. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und vielen Dank an Erik für den Hinweis zu Joannas Vorträgen bei Trust. Die haben mir ganz offensichtlich sehr gut gefallen und ich habe Joanna dann direkt kontaktiert, um sie zu fragen, ob sie nicht Interesse hätte an einem Interview für Future Histories. Das hat zum Glück geklappt und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Joanna Pope. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Joanna Pope begrüßen zu dürfen. Joanna forscht unter anderem am Berliner Think Tank Trust, der sich als Incubator for Utopian Conspiracy, also als Inkubator für utopische Verschwörung, versteht. Sie ist Mitherausgeberin des Online-Magazins Uneven Earth und Content-Kuratorin beim von Evgeny Morozov gegründeten Syllabus. Herzlich willkommen, Joanna. Hi, danke für die Einladung. Als ich mir deine Vorträge angehört habe bei Trust, hat mir besonders gut gefallen, dass du anscheinend auch sehr interessiert bist daran, Brücken zu bauen zwischen der Degrowth-Bewegung und dem linken Akzelerationismus. Und das finde ich ganz großartig und ich hoffe, wir können da heute auch ein bisschen mitarbeiten an dieser Synthese und etwas dazu beitragen. Zu Akzelerationismus war ja in Folge 3 von Future Histories schon Armen Avanesyan zu Gast. Das Gespräch wird aber sicher nicht jede gehört haben und das Thema Degrowth ist bei Future Histories bisher noch gar nicht eingeführt. Fangen wir also am besten mal mit Definitionen der beiden Strömungen an und tauchen danach dann ein bisschen tiefer in die Materie ein. Zunächst also, was ist Degrowth? Genau, also um diese Frage pragmatisch zu beantworten, würde ich einfach sagen, dass Degrowth eine globale Bewegung für soziale und ökologische Gerechtigkeit ist, die sowohl von Aktivisten als auch von Akademikern angeführt wird. Aber das deckt natürlich nicht alles ab und normalerweise unterteile ich meine Erklärung von Degrowth in drei Teilen. So Degrowth als Kritik am Wachstumsparadigma, Degrowth als linke utopische Vision und Degrowth auch als eine Reihe von diverser Transformationsfaden. Also erstens Degrowth als Kritik am Wachstumsparadigma. Was bedeutet das? Degrowth stellt die unter Politikern und Ökonomen weit verbreitete Annahme in Frage, dass ein steigendes BIP-Wachstum also erstens ökologisch möglich ist und zweitens, dass es die Gleichheit und Wohlstand erhöhen kann. Also wie wir gesehen haben, haben wachsende Wirtschaften eine unglaubliche Ungleichheit hervorgebracht. Und auch das zunehmende Wirtschaftswachstum ist wirklich sehr eng mit der Zunahme der ökologischen Degradation, CO2-Emissionen und auch unserer Beschleunigung in Richtung Klimazerfall und also Climate Breakdown verbunden. Und dann ausgehend von den Erkenntnissen der ökologischen Ökonomie argumentiert Degrowth auch, dass eine reformierte Form dieses Wirtschaftswachstums, also grüne Wachstum, das wäre halt nicht anders. Grünes Wachstum beruht auf der grundlegenden Annahme, dass es möglich ist, Wirtschaftswachstum von den Auswirkungen auf die Umwelt abzukoppeln. Und eine Analyse aus der Perspektive der ökologischen Ökonomie zeigt, dass diese Entkopplung also durch mehrere Faktoren einfach nicht möglich ist. Genau. Und was tun wir also dann, wenn unsere Wirtschaften nicht mehr weiter wachsen können? Wir brauchen dann eine ganz andere Wirtschaftssystem. Und hier kommt die utopische Vision des Degrowth ins Spiel. Hier ist wichtig eine Orientierung am guten Leben für alle, also Entschleunigung, Zeitwohlstand und Konvivialität. Das heißt auch eine Verringerung von Produktion und Konsum im globalen Norden und eine Befreiung von dieser einseitigen westlichen Entwicklungsparadigma und damit die Ermöglichung einer selbstbestimmten Gestaltung von Gesellschaft im globalen Süden. Das heißt auch einen Ausbau von demokratischer Entscheidungsformen, um echte politische Teilhabe zu ermöglichen und eine Orientierung an Suffizienz statt bloßen technologischen Neuerungen, also Suffizienz statt Effizienz, um unsere ökologischen Probleme zu lösen.
Das reicht halt nicht aus, nur so eine schöne utopische Vision zu haben, aber man hat immer die Frage, wie kommen wir dorthin? Und es ist wichtig, dann auch die Beiträge des Postwachstumsbewegungen zu diesen verschiedenen Transformationsfaden zu verstehen. Also Aktivisten und Forscher in der Degrowth-Bewegung haben in den letzten Jahren zusammengearbeitet und dadurch eine große Vielfalt von verschiedenen Vorschlägen, Politikvorschläge, also von unten, also top-down und bottom-up, also in den Bereichen Wohnen, Währungssysteme, Ernährungssysteme, Verkehr, Arbeitspolitik, Formen der sozialen Reproduktion, Besteuerung, Demokratisierung und ja, vieles mehr. Genau, und alle diese Vorschläge sind irgendwie so darauf ausgerichtet, so Rückkopplungsschleifen miteinander zu schaffen und dadurch uns der utopischen Welt des Postwachstums dann näher zu bringen. Vielleicht gehen wir mal kurz auf ein anscheinend gerade weit verbreitetes Missverständnis ein, weil man liest jetzt immer mal wieder, sagen diese jetzt während der Covid-Pandemie bedingte Wirtschaftsschrumpfung, das sei doch quasi das, wofür die Degrowth-Bewegung einstünde. Aber ich glaube, es ist wichtig herauszustellen, dass es das eben genau nicht ist, weil im Grunde diese Wirtschaftsschrumpfung, die man jetzt sieht, ja innerhalb des Paradigmas, des bestehenden Paradigmas des Wirtschaftens eingebunden ist, das ja ganz stark eben auf Wachstum ausgelegt ist. Und da gibt es ein sehr passendes Zitat, finde ich, von Georgios Kallis, das ich in der Recherche hier für diese Episode gefunden habe. Das ist ein wichtiger Protagonist der Degrowth-Bewegung und der hat gesagt, "Sustainable degrowth is not equivalent to negative GDP growth in a growth economy. This has its own name, recession or, if prolonged, depression." Kannst du uns vielleicht diesen Unterschied auch noch mal ein bisschen erklären, weil das, glaube ich, wichtig ist, dass man das jetzt gerade in diesem Moment auch ganz deutlich herausstreicht? Genau, also was wir jetzt sehen, ist natürlich kein Degrowth, sondern eine ungeplante Krise, die genau durch ein wachstumsabhängiges System hervorgerufen wird. Also Degrowth argumentiert, dass eine robuste, sorgfältig geplante Strategie zur Schaffung sozialer und ökologischer Gerechtigkeit notwendigerweise zu einer Schrumpfung des BIP führen würde. Aber es ist diese soziale und ökologische Gerechtigkeit, die am ersten, also das ist die erste Priorität und nicht eine Schrumpfung des BIP als solche. Also bei jeder Art von wirtschaftlichem Abschwung kann man sich immer fragen, erstmal ist sie Teil eines Plans zur Verbesserung des sozialen und ökologischen Wohlergehens. Wird die Aktivität von ökologisch schädlichen Sektoren reduziert, während wichtiger ökologisch und soziale Arbeit und Aktivitäten verstärkt werden? Werden Politiken eingeführt, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern? Werden Politiken eingeführt, um die Ungleichheit zu verringern und das Einkommen gerechter zu verteilen? Ist sie Teil eines umfassenderen Wandels hin zu Gemeinsamkeit und Fürsorge? Und ist es Teil eines Plans zu einer Umstellung auf erneuerbare Energien, Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und Umkehrung des ökologischen Zusammenbruchs? Und wenn man auf alle diese Fragen mit Ja antworten kann, dann erlebt man wahrscheinlich eine Form von Degrowth. Aber ich würde sagen, in unserer Situation jetzt, die Antwort auf jede einzelne dieser Fragen, es ist eindeutig Nein. Also das ist dann ganz klar. Ja, sehr schön. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Fragen auch zu der Beschreibung von Degrowth, aber vielleicht führen wir erst noch mal kurz den linken Akzelerationismus ein. Der kam ja in der Folge 3, wie gesagt, schon mal vor. In deinem Projekt geht es eben sehr stark auch, oder zumindest in den Vorträgen, die ich da bei Trust gehört habe, geht es sehr stark darum, eine Synthese eben aus dem linken Akzelerationismus und der Degrowth-Bewegung herauszuarbeiten. Vielleicht so ein bisschen fürs Framing, der linke Akzelerationismus, den beziehst du da konkret auf die Arbeiten von Nick Zrinicek und Alex Williams, namentlich deren Buch Inventing the Future, und auch auf die Arbeiten von Aaron Bastani und da eben zum Beispiel das Buch Fully Automated Luxury Communism. Beides Sachen, die in unterschiedlichsten Folgen hier auch schon mal aufgetaucht sind während des Podcasts. Wie würdest du den definieren, den linken Akzelerationismus? Genau, also ich glaube, es gibt also viele verschiedene Definitionen, aber ich verstehe es einfach als eine Form des linken Denkens, die Wichtigkeit betont, irgendwie durch Kapitalismus zu gehen und anstatt zu versuchen, irgendwie von draußen ihn zu verlassen.
Also konkret bedeutet das, also sich darauf zu konzentrieren, wie bereits existierende Technologien, Organisationsformen und Systeme neu ausgerichtet werden können, um den Sozialismus oder Kommunismus aufzubauen. Ah, das ist schon die Definition. Ja. Ja, sehr gut. Die war viel kürzer als die bei Degrowth. Okay, cool. Und kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen zu den entscheidenden Unterschieden? Ich meine, man riecht es eh schon. Die einen bauen darauf, dass mehr oder minder, jetzt ein bisschen polemisch gesagt von mir, Technology might save us after all, aber eben nur, wenn sie quasi richtig gehandhabt wird, eben aus einer sozusagen linken und vielleicht auch eben ganz stark planerischen Perspektive. Das sind eben so ein bisschen die Verheißungen des linken Akzelerationismus. Man könne eben doch wachsen, aber man müsse nur schauen, wie das aussieht, ja. Und eben bei Degrowth gibt es eben eine ganz klare Ablehnung in Bezug auf diesen Glauben, Wachstum könne überhaupt nachhaltig passieren, so verstehe ich das. Wie würdest du so die zentralen Differenzen und aber auch Gemeinsamkeiten dieser beiden Zugänge definieren? Genau, also einerseits gibt es ja viele Gemeinsamkeiten, also beide haben diese so utopische Betonung und versuchen dann so eine neue Welt dann zu imaginieren. Aber wie gesagt, im linken Akzelerationismus gibt es kein Kritik am Wachstumsparadigma und das ist dann das größte Unterschied zwischen den beiden. Und das ist auch dann interessant, wenn man sieht auch, wie ähnlich viele Politikvorschläge sind von diese beiden Bewegungen. Also, und das ist wirklich so Sachen wie Grundeinkommen und Grundversorgung, sowohl als auch, also zum Beispiel Verkürzung der Arbeitszeit, Munizipalismus als Modell, das wird insbesondere von Aaron Bastani vorgeschlagen, die Beschränkung der spekulativen Finanzwirtschaft und auch das Ersetzen des BIP durch andere auf Wohlbefinden ausgerichtete Metriken. Und genau, und beide betonen auch so die Wichtigkeit einer pluralen Ökonomik und nicht halt nur die orthodoxe Position. Genau, also es gibt ja viel gemeinsam, aber ja, also da es keine Wachstumskritik gibt in der linken Akzelerationismus, wie ich das verstehe, und keine Analyse von die Unmöglichkeit der Entkopplung, vielleicht kommen wir dann auch zu Entkopplung in diesem Thema. Genau, das ist dann, das ist wirklich dann die größte Kontrast zwischen den beiden Bewegungen. Ja, aber dann schauen wir uns das doch direkt mal an mit der Entkopplung, weil das ist ja wirklich ein sehr, sehr zentraler Punkt in der Degrowth-Bewegung, diese Feststellung, dass es eine absolute Entkopplung eben nicht geben könne. Vielleicht kannst du da auch diese Differenz zwischen sagen relativer Entkopplung und absoluter Entkopplung nochmal erklären und warum auch deiner Meinung nach eine absolute Entkopplung des Wachstums von ökosystemzerstörenden Verhalten grundsätzlich nicht möglich ist. Genau, also wie gesagt, also Degrowth, also von unserer Position ist ein grünes Wachstum einfach nicht möglich und das ganze Narrativ von grünes Wachstum, obwohl das, also egal, ob das irgendwie links ausgerichtet ist oder einfach in der normalen politischen Diskurs. Es gibt diese Annahme, dass eine Entkopplung von Wirtschaftsaktivitäten und ihre Umweltauswirkungen möglich wäre. Damit wir zum Beispiel die 1,5 Grad Ziel erreichen und nicht überschreiten, es wäre nötig, dass wir eine absolute Entkopplung haben. Das muss ganz schnell stattfinden. Das muss global stattfinden. Genau, und das muss für alle Umweltindikatoren gelten. Also das ist eine sehr schwierige Sache. Und bisher gibt es nur Beispiele von relativer Entkopplung. Also das heißt, es gibt etwas weniger Umweltauswirkungen, aber die Umweltauswirkungen oder zum Beispiel CO2-Emissionen steigen immer noch. Es ist nur, die steigen ein bisschen langsamer und die Rate der Wirtschaftswachstum ist ein bisschen schneller. Absolute Entkopplung würde heißen, dass Wirtschaftswachstum geht weiter
Und dann zum Beispiel CO2-Emissionen geht dann in eine andere Richtung, also das geht runter. Und das wäre dann absolut. Und es gibt keinen Beweis für absolute Entkopplung zurzeit. Und das ist also aus verschiedenen Gründen. Es gibt wenig Beweis für diese Form von Entkopplung und theoretisch scheint es sehr unmöglich zu sein. Zum Beispiel, also was man findet in einem Bericht von einem European Environmental Bureau letztes Jahr unter dem Titel Decoupling Debunked. Es gibt dann 7 Gründe und die sind zum Beispiel steigende Energieausgaben, Rebound-Effekte, Problemverlagerung, die unterschätzte Umweltauswirkungen der Service Economy, das begrenzte Potenzial des Recyclings, unzureichende technologische Wandel und auch Kostenverlagerung. Also das sind dann die 7 größten Gründe, warum eine Entkopplung einfach nicht möglich wäre. Das kann ich ja dann auch auf jeden Fall verlinken, dieses Paper, damit man sich die verschiedenen Punkte auch nochmal genauer anschauen kann. Wie sehr spielt denn bei dieser Argumentation die Zeit eine Rolle? Also wie sehr wird gesagt, es ist nicht möglich innerhalb der uns verbleibenden Zeit? Und wie sehr wird gesagt, es ist einfach grundsätzlich niemals möglich? Genau, also die Gründe, wo man vielleicht ein bisschen mehr Spielraum hat mit dieser Zeitfrage, ist natürlich die Kritik, dass dieser technologische Wandel, was vielleicht zu einer Entkopplung führen könnte, also dass es unzureichend und unangemessen ist. Also es gibt auch Argumente, dass vielleicht wir haben so eine andere Innovationskurve zum Beispiel und wenn wir das so messen, würde das vielleicht schneller stattfinden und würden wir das schaffen. Aber selbst wenn man also einen ganz schnellen Innovationsprozess hat, die 6 andere Gründe gelten noch. Also zum Beispiel mit steigenden Energieausgaben, wenn man eine wachsende Wirtschaft hat, man braucht mehr Energie immer, also Jahr für Jahr. Und hier ist wichtig zu wissen, dass normalerweise zuerst billigere und leichter zugängliche Energiequellen, die werden immer zum ersten benutzt und dann, wenn diese verbraucht sind, unsere Energie wird immer teurer und der Zugang immer schwieriger. Und wenn man dann ganz praktisch denkt, bei einer Umstellung unserer Energiesysteme, wir sehen ja, dass erneuerbare Energien, da ist auch so eine Ressourcenextrahierung nötig, da ist auch die Landnutzung nötig und es ist einfach so ein nicht nachhaltiges System, wenn wir so immer wachsen. Also in einer wachsenden Wirtschaft wäre es im Grunde unmöglich, dann schnell genug vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Und es wäre dann viel leichter, eine kleinere Wirtschaft zu haben und dann auch diese Umstellung zu machen, um das ein bisschen zu erklären. Genau. Ich glaube, da habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar kritische Nachfragen, aber vielleicht gehen wir doch dem nochmal vorher ein bisschen nach, nämlich der Frage des Paradigmenwechsels, der von Degrowth ja eingefordert wird, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und ich möchte da vor allem auf 2 Elemente eingehen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass die Degrowth-Bewegung da eigentlich sehr gut auch ein bisschen den Finger in die Wunde legt, ja, nämlich in Bezug auf eben einen Paradigmenwechsel des Wirtschaftens. Ja. Das ist vielleicht das Erste, was wir uns mal genauer anschauen. Und dann als Nächstes auch noch den Paradigmenwechsel in Bezug auf die Frage des in Anführungsstrichen liberalen Menschenbildes und dem Bild sagen, menschlicher Handlungsträgerschaft im Allgemeinen. Also fangen wir mit dem Wirtschaften an, weil das hat mich nämlich zum Teil in der Vorbereitungsphase für diese Folge durchaus gefreut, ja, weil ich das Gefühl hatte, die Degrowth-Bewegung schafft es da eigentlich ganz gut, vor allem auch in der Selbstbeschreibung bestimmter Fallstricke zu umschiffen oder zumindest für mich neue Zugänge aufzuzeigen, die ich als viel annehmbar empfinde, als das vielleicht bei anderen auch vordergründig ökologisch argumentierenden Bewegungen der Fall ist. Und ich hatte das Gefühl, das hat vielleicht auch was mit einer Konsequenz zu tun und einem Bestreben eben nach diesen tiefer liegenden Ursachen zu fragen, anstatt nur, um das ein bisschen bösartig zu sagen, ein bisschen Greenwashing zu betreiben. Insofern unterscheidet sich da also diese Degrowth-Bewegung fundamental von allen in Anführungsstrichen grünen Strömungen, die aktuellen dominanten Paradigmen des Wirtschaftens in ihren Grundstrukturen eigentlich unangetastet lassen wollen und stattdessen vorschlagen, quasi einfach nur ein
Ökosiegel drauf zu klatschen. Auch das ein bisschen polemisch gesagt. Kannst du uns diesen fundamentalen Unterschied im Zugang vielleicht noch ein bisschen genauer aufzeigen? Also was macht die Degrowth-Bewegung da anders und wie positioniert sie sich darin vielleicht dann auch anderen grünen Bewegungen gegenüber, die viel stärker bereit sind, auch im Kompromiss mit dem existierenden, mit den existierenden Logiken zu leben und zu handeln? Genau, also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt und auch eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, man kann einfach sagen, dass Degrowth nicht wie andere so vielleicht ökologische Bewegungen ist, weil es geht gleichermaßen für also soziale und ökologische Gerechtigkeit zusammen und man muss beide haben und das ist dann diese zentrale Bestrebung. Um das zu erreichen, muss man wirklich, wie gesagt, diese tiefer liegenden Ursachen dann wirklich hinterfragen und da was zu ändern. Und nicht nur im Kontext also einer Nation, sondern auch global, also diese globale wachstumsorientierte Wirtschaftssystem, das wir jetzt haben. Und ich denke, dass auch dieser Gedanke der Wiedergutmachung, das ist wirklich sehr wichtig auch. Also es ist nicht genug, einfach so vom Wachstum dann wegkommen und sagen, okay, ja, das war ein Fehler und wir machen jetzt ein anderes System. Man muss einfach diese Prozesse der Wiedergutmachung auch so durchführen und versuchen auch, ja, also eine bessere Situation und dann auch dieses Ecological Debt dann zurückzubezahlen quasi. Genau, und dann auch so auf diese kulturelle Ebene. Es gibt auch die Gedanke von einer Dekolonisierung des Imaginären. Also das heißt, Wachstum ist nicht nur in unserer Wirtschaften dominant, sondern das ist auch in, also wie wir denken und wie wir unsere Gesellschaft verstehen. Also diese wachstumsorientierte Denken. Und um das alles wirklich also erfolgreich umzusetzen, wäre so eine andere Denkweise auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Und macht das dann die Degrowth-Bewegung inkompatibel mit anderen grünen Bewegungen, die eben sehr wohl meinen, es könne so etwas wie ein grünes Wachstum geben? Also wie ist da die Policy auch so innerhalb der Bewegung? Sagt man dann, naja, also on a broader scale ist es irgendwie trotzdem so, dass wir mehr oder minder am selben Strang ziehen, deswegen machen strategische Allianzen absolut Sinn? Oder wird da gesagt, na, also sorry Leute, aber solange ihr nicht irgendwie bereit seid, fundamentale Prinzipien des Wirtschaftens auch in Frage zu stellen, dann haben wir da eigentlich nicht genug Common Ground, genug gemeinsamen Grund, um sagen, produktiv miteinander arbeiten zu können? Wie wird das so ganz, ganz praktisch auch gehandhabt im Alltag? Also es ist eine wirklich sehr diverse Bewegung, Degrowth, aber ich würde sagen, wenn es bestimmte Gruppen gibt, die zum Beispiel immer noch sagen, dass eine Entkopplung möglich ist, ich finde das eigentlich nicht schade, wenn wir keine Allianz da finden. Ich habe das Gefühl, dass in der Degrowth-Bewegung es gibt keine Wille, da irgendwie so einen Kompromiss zu machen, sondern die einfach in die Debatte mit einzubeziehen und dann wirklich dann zusammen herauszuarbeiten. Stimmt das wirklich? Also hast du wirklich die besten Argumente und wenn nicht, was musst du dann an deiner Vision ändern? Und ich glaube, diese Idee von Konflikt ist eigentlich sehr wichtig. Also es gibt dieses Konzept der so eine dialectical utopia, also dialektische Utopien. Und das ist auch sehr wichtig in der Degrowth-Bewegung. Es geht einfach um nicht nur so schöne utopische Visionen darzustellen, sondern Ideen, die einen Konflikt dann verursachen oder eine Debatte provozieren. Und das ist, glaube ich, die Vorgehensweise. Und ich würde auch sagen, dass wenn eine oder andere Gruppe irgendwie immer in Konflikt bleibt oder bleiben würde, dann ist es eigentlich nicht schade, dass es gibt also ganz, ganz viele andere Bewegungen global, also in verschiedene Bereiche, also globalen Süden Bewegungen, indigene Bewegungen, und die sind wirklich, das ist eine bessere Allianz, das macht mehr Sinn, es macht keinen Sinn, dann irgendwie zu versuchen, Macht zu ergreifen durch einen Kompromiss. Dann hat man am Ende kein Degrowth. Das ist dann so weder soziale noch ökologische Gerechtigkeit, wenn man sich kooptieren lässt. Mhm.
Ja, das finde ich nämlich sehr schön, muss ich sagen, an dieser Haltung, dass es da auch eben auf eine Art und eine Form von eben Konsequenz, hatte ich ja schon gesagt, gibt, die eben auch daran interessiert ist, diese Differenzen klar herauszuarbeiten. Und ich würde ja auch sagen, dass ja trotzdem immer der Diskursraum offen bleibt. Also das ist ja wichtig, finde ich, und das fand ich zum Teil auch sehr irritierend und überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mich jetzt eingelesen habe, so ein bisschen in die Debatte, wie sehr und wie viel die Degrowth-Bewegung da doch fundamental angefeindet wird, immer wieder. Und das zumeist eigentlich mit sehr schwachen Argumentationslinien, hatte ich das Gefühl. Also ich habe mir das jetzt ein bisschen angeguckt, mal mit diesem neuen Michael Moore-Film. Das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte oder sowas, weil da natürlich auch viele Auslassungen drin sind und so weiter und so fort. Ja, das brauchen wir auch gar nicht weiter zu besprechen oder so. Aber ich fand es zum Beispiel sehr interessant, im US-amerikanischen Jacobin einen Artikel zu lesen von Leith Phillips, einem der beiden Autoren von The People's Republic of Walmart, ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat, zur Frage sozialistischer Planwirtschaft unter heutigen technologischen Bedingungen. Und also der ist auf diese Frage des Degrowth und auf den Film speziell und vor allem aber grundsätzlich auf die Frage des Degrowth ganz extrem angesprungen, und zwar als wäre der irgendwie komplett getriggert worden von irgendwie der Degrowth-Argumentationslinie. Und ich war, muss ich sagen, recht überrascht, weil ich nämlich die Argumentationslinie, die er dann vorgebracht hat, auch nicht sonderlich gut fand und vor allem das Gefühl hatte, er schafft es nicht, die zentralen Punkte der Degrowth-Bewegung eigentlich wirklich zu adressieren. Und dann hat er eigentlich mehr oder minder am Ende, quasi ist der Hauptpunkt, auf den es hinausläuft, dass man doch die Nuklearenergie nutzen solle, um quasi Sustainable Growth in Anführungsstrichen zu produzieren. Und aber der entscheidende Punkt, den ich immer das Gefühl hatte, den du auch versuchst herauszustellen, ist, dass es ja eben gerade darum geht, von dieser Logik der permanenten Konsumption und dieses Hamsterrades, in das wir da alle hineingesteckt werden, dort da hinauszutreten, aus dieser Logik und eine andere Form des grundsätzlichen Wirtschaftens eben anzugehen. Und das hat mich sehr überrascht, dass das eben, und eben sowohl meinst du ja bei den linken Akzelerationistinnen und Akzelerationisten als auch eben bei jemandem wie dem Leith Phillips eigentlich dann gar nicht überhaupt nur in Frage kommt oder sowas. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Ja, genau. Ja. Also das sieht man auch jetzt sehr oft, indem auch so Mainstream finanzielle Medien versuchen auch dann Degrowth in gleicher Weise zu benutzen als so ein Strawman-Argument, also eine falsche Darstellung von Degrowth, um irgendetwas zu rechtfertigen, um irgendetwas also es wird irgendwie benutzt und wir so versuchen immer dann so Responses dann zu schreiben und schnell in andere, entweder im selben Media-Outlet oder im anderen dann zu veröffentlichen. Aber ich finde es insbesondere ganz interessant, dass es wirklich diese Mainstream-Left-Plattformen wie Jacobin und auch teilweise Verso und dass da irgendwie, man sieht kaum eine Perspektive, der wachstumskritisch ist. Aber ich denke, dass es wird auch vielleicht langsam ändern. Also es gibt manchmal diese Figuren wie Leith Phillips und das ist dann okay, also er wird dann immer dasselbe Argument machen und er hat das seit 4 Jahren auch so gemacht. Aber ich glaube, es gibt immer neue Ideen und ich habe auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass auch in diese Kreisen, dass die sich auch wirklich diese Debatten angucken und auch dann ein bisschen mehr von ökologischer Ökonomie dann mit einbeziehen, weil das wird dann ihre Politikvorschläge auch robuster machen. Und genau, also ich hoffe einfach darauf. Mhm. Und glaubst du aber, dass, also wie sehr geht es da auch
Um die Befürchtung, dass wenn man eine solche Perspektive mit hineinnehmen würde, dass dann sozusagen das Gesamtpaket irgendwie für weniger, also weniger wahrscheinlich für große Massen von Menschen unmittelbar attraktiv erscheinen würde. Weil, also es gibt ja sagen, schon dieses Überzeugungsproblem, das die Degrowth-Bewegung bis zu einem gewissen Grad hat. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der wir gewohnt sind, permanent zu konsumieren. Es hat auch immer wieder was Lustvolles, dieser Konsum. Das darf man ja auch nicht irgendwie bestreiten. Also es gibt diesen libidinösen Aspekt am Kapitalismus und auch an dieser eben an diesen exzessiven vielleicht ein bisschen, ja. Also glaubst du, dass gewisse Teile der Linken dann vielleicht auch aus einem bestimmten strategischen Denken heraus sich vielleicht denken, naja, okay, aber vielleicht ist es einfach geschickter, so wie es jetzt zum Beispiel der linke Akzelerationismus macht, vor allem zum Beispiel eben Fully Automated Luxury Communism, dass man sagt, hey, okay, Leute, ihr müsst nicht verzichten, ihr dürft weiterhin all diese Goodies haben, all diesen Luxus, ja, der scheinbar jetzt existiert. Das ist natürlich dann die Frage, was versteht man unter Luxus, ja, aber es wird quasi erstmal gesagt, ihr dürft weiter konsumieren, no problem, wir müssen nur schauen, wie wir das anstellen und es ist primär und diese Argumentationslogik finde ich ja dann wieder durchaus interessant und relevant auch. Es ist primär das Profit Motive, also das Profitmotiv, welches die jetzige Form des Wirtschaftens so destruktiv macht. Und man könne doch andere Formen des Wirtschaftens imaginieren, die andere Zielsetzungen tragen. Ja? Also wo quasi das Incentive Model, das Anreizmodell für individuelles menschliches Handeln nicht mehr das Profitmotiv ist und dass das dann in so einer Art von auch ökologischem Trickle-Down-Effekt quasi sich in alle möglichen Bereiche auch des Produzierens und des Wirtschaftens ausbreiten würde, ja. Also wie siehst du das? Glaubst du, ist das so ein bisschen auch ein strategisches Kalkül, warum man da so Aversionen hat gegen die Degrowth-Bewegung und sich da dann auch manchmal so getriggert fühlt? Genau, also ich sehe es eigentlich genau so und das nennen wir in der Degrowth-Bewegung, also ein Degrowth-Forscher, Sam Bliss, nennt das eigentlich die Tragödie der Strategie der Ecomodernism zum Beispiel. Also dieser Fokus auf, also man versucht eine Vision oder eine Utopie aufzubauen, der irgendwie begrenzt ist, indem man versucht, nur eine strategische Vision aufzubauen, also nur eine Vision, der sich gut kommunizieren lässt. Eine Utopie, der irgendwie so eine Appell an uns jetzt, also ich würde sagen, also das ist schwierig zu erklären auf Deutsch, aber ich würde sagen, genau, das ist, also einerseits gibt es ja dieses strategische Vorteil, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt nicht so viel ändern und es hört sich auch sehr viel optimistischer und positiver an, wenn wir sagen, als linker Akzelerationismus zum Beispiel, dass wir haben bereits alle Technologien, die wir brauchen, um eine neue Welt aufzubauen und wir machen einfach weiter, wir bauen einfach darauf und das ist einfach sehr, ich glaube, das ist sehr hoffnungsvoll. Und genau von dieser Perspektive hat linker Akzelerationismus eine deutliche Kommunikationsvorteil, würde ich das so nennen vielleicht. Aber das hat auch praktische Konsequenzen, weil dann ist die Utopie dann wirklich begrenzt auf was strategisch ist. Und wenn zum Beispiel eine linke Akzelerationist versucht, dann verschiedene Vorschläge mit die Ideen aus ökologischer Ökonomie, dann, dass sie irgendwie so versuchen, ob die zusammenpassen und man würde finden, dass das eigentlich nicht passt, dann ist es schwierig, dann muss man eine andere Art und Weise von Kommunikation benutzen. Aber das ist schon die ganze Identität von dieser Bewegung. Das ist schon die ganze Ästhetik von dieser Bewegung und ich glaube, es ist eher ein Problem von
wenn man eine zu sehr konkrete Utopie hat, dann ist es schwierig, dann, wie gesagt, in diese Debatte wiederzukommen. Dann ist es schwierig, mit Konflikt umzugehen, wenn man eher an diese strategische Kommunikation orientiert ist und nicht an zum Beispiel die ökologischen Fakten, die nicht irgendwie weggehen. So. Dieses Überzeugungsproblem, das höre ich sehr oft, und es gibt auch viel Zweifel um das Wort Degrowth, dass es irgendwie so zu pessimistisch oder zu negativ anhört. Aber ich würde sagen, dass das Ziel ist eigentlich nicht, so eine Massen von Menschen zu überzeugen, dass diese Konsumverzicht nötig ist, sondern man muss zeigen und man muss wirklich diese Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze umsetzen, um es den Menschen erstmal zu ermöglichen, tatsächlich innerhalb der planetarischen Grenzen zu leben. Also es ist nicht diese, wie man kennt von so Plastic Straw Environmentalism, dass man muss aus so ihrer eigenen Wille dann auf irgendwelche Produkten verzichten. Man muss alles ermöglichen, damit man so ein gutes Leben hat ohne solche Produkte. Und das, genau, wie gesagt, das geht von das geht durch eine Kombination von Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze, also wirklich Policy und dann auch so Degrowth-Communities auf eher lokaler Ebene. Und das muss alles dann zusammenarbeiten. Und genau, da ich würde auch sagen, dass für mich persönlich diese, also ich glaube, es funktioniert einfach manchmal nicht, wenn man versucht, Leute zu überzeugen und irgendwelche schöne Degrowth Zukunftsbilder dann zu malen, weil bei mir persönlich hat das auch nicht funktioniert. Ich finde das, also das wäre eine große Umstellung natürlich, aber was mich überzeugt hat, war einfach diese Kritik von am Wachstumsparadigma und die ganz pragmatische, transformatorische Politiken, die vorgeschlagen wird. Also ich wollte einfach Teil einer Bewegung sein, die zumindest die Fakten richtig stellt und auch so konkrete Vorschläge macht. Und das war es dann für mich eben. Mhm. Vielleicht kannst du mal so zwei, drei oder ein, zwei interessante Vorschläge nennen, die für dich einen besonders starken transformatorischen Charakter haben da und auch wie man die angehen kann, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch ein inneres Bild davon bekommen, okay, was wie kann man jetzt denn schon auch auf eine Gesellschaft hinarbeiten, die dieses Denken schon verinnerlicht hat. Genau, also ich werde vielleicht ein paar so Top-Down Policy-Vorschläge nennen, weil die sind weniger bekannt als, also man hat von Degrowth so eine, wenn man ein bisschen davon kennt, würde man vielleicht an Öko-Kommunen denken oder so lokale Ernährungssysteme, und die sind auch sehr wichtig als diese Bottom-Up Strategien. Aber es gibt auch interessante, ja, Vorschläge, zum Beispiel, also wie sieht eine Degrowth-Besteuerungspolitik aus, also dass man so Sachen wie Wealth Taxes hat, das wäre auch eine Degrowth-Policy zum Beispiel, oder Vorschläge, um die Arbeitslosigkeit zu verhindern, zum Beispiel Job-Sharing oder Work-Sharing. Wie gesagt, früher die Verkürzung der Arbeitszeit, damit man sieht, die gleiche Löhne bekommt, aber nur 3 oder 4 Tage in der Woche arbeiten muss. Auf der Konsumseite, das soll natürlich nachhaltiger sein. Und da gibt es auch so eine Mischung von verschiedenen Vorschlägen, wie man das am besten machen könnte. Eine Vorschlag, die ich ganz interessant finde, ist, dass man Werbung eliminieren soll. Also es soll keine Werbung geben in einer Degrowth-Gesellschaft, was ich eigentlich ganz schön finde. Und das ist auch Teil dieser kulturelle Wandel, dass man nicht ständig diese Wachstumslogik in sich und um sich hat. Genau. Und aber im Allgemeinen würde man also weniger kaufen, und dafür werden Sachen lange halten natürlich. Auch für Technologie gibt es interessante Allianzen zwischen, also zum Beispiel Bewegungen gegen Planned Obsolescence und Right to Repair. Und die sind auch sehr wichtig, damit wir auch so eine Degrowth der Technologie haben, dass wir auch eine umweltbewusste Nutzung und Produktion und Konsumtion von Technologie schaffen können.
Und im Allgemeinen würde man auch zum Beispiel bei Technologie, aber auch bei anderen Sachen, es gibt mehr Teilen. Also man würde anstatt etwas Neues kaufen, eher Sachen teilen innerhalb der Gemeinschaft. Genau, und dann, ja, wie gesagt, Reuse and Repair. Und sind das alles Vorschläge, die sich zum Beispiel auch jenseits des Marktes bewegen? Also ist quasi, gibt es einen Konsens innerhalb der Degrowth-Bewegung, dass das For-Profit-Motive, also das Wirtschaften, das am Profit orientiert ist, dass das auch ein zentrales Problem des Status Quo darstellt? Also wie wird das konzeptionalisiert und wie stellt man sich dann vor, dass zum Beispiel so etwas wie Markt als Steuerungselement dann auch ersetzt werden kann? Genau, also einerseits wird eher und auch insbesondere in so frühere Beiträge in der Degrowth-Bewegung eher, dass man so andere Formen der Organisation, die nicht marktorientiert sind, sondern sind also durch Solidarität geprägt zum Beispiel, dass man auch andere Formen wie Gift Economy zum Beispiel eher hat und so Barter-Systeme zum Beispiel. Aber das ist dann, also was macht man dann, wenn man auch so ganz diese große Top-Down-Vorschläge machen möchte? Zum Beispiel, wie macht man eine totale Umstellung, also von zu erneuerbarer Energie zum Beispiel? Wie ändert man das Besteuerungssystem, damit Einkommen gerechter verteilt wird? Das sind alles schwierige Fragen und da muss man, glaube ich, ein bisschen weg von diesem dezentralen Ansatz und dann eher dann angucken, wie könnte man einige Degrowth-Strategien zentral umsetzen. Und hier ist auch ganz spannend, dass, also von dieser Perspektive kann man auch Degrowth als eine Art Planned Economy, also Planwirtschaft sehen. Also es wird auch in dieser Ansatz, man also mit dieser Ansatz gearbeitet. Und ich glaube, also es gibt einen Unterschied zwischen Degrowth und Postgrowth, also im Englischen, wie man, also hier unterscheiden sich die Positionen. Es gibt manche Postgrowth-Researcher, Forscher zum Beispiel, die sagen, dass es vielleicht möglich wäre, eine Postwachstumsgesellschaft zu haben, der immer noch innerhalb der kapitalistische System ist. Aber Degrowth sieht das, glaube ich, am meisten anders. Also wie gesagt, Kapitalismus ist eine wachstumsabhängiges System und eine Bewegung weg von diesem System wäre, also eine Degrowth-Gesellschaft wäre kein Kapitalismus. Das wäre nicht möglich. Und Jorgos Kallas, du hast ihn auch erwähnt, er hat auch so eine spannende Paper über Sozialismus und Postwachstum, wo er argumentiert, dass Sozialismus wäre auch inhärent eine Postwachstumsgesellschaft. Und das finde ich sehr spannend zu denken, wie ist das politische Ökonomie auch, also bottom-up und top-down. Ja, total, sehr interessant, ja. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das, was du ja in diesen Vorträgen auch versucht hast, nämlich herauszustellen, wie diese beiden Bewegungen, Strömungen, eben linker Akzelerationismus und Degrowth, wie die voneinander lernen können, dass das hier eben zum Beispiel auch so ein bisschen gilt, weil ja dieses Lokale, die Betonung des Kleinen und des ausschließlich Dezentralen und sowas, das, was du jetzt am Anfang als ein bisschen auch sowieso den Ursprung der Degrowth-Bewegung dargestellt hast, das ist ja exakt das, was die linken Akzelerationistinnen und Akzelerationisten als Folk-Politics im Grunde bezeichnet hatten, genau. Und herausgestellt haben, dass das zwar auch wichtige Sachen sind, die mitunter effektiv sein können, aber eben nicht on a large scale, also auf einer großen skalierbaren Ebene, sondern dass es da eben durchaus auch, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel teilweise zentralisiertere Zugänge braucht und einfach quasi auch die Bereitschaft von dieser ausschließlichen Fixierung auf eben nur bottom-up und nur horizontale Autoritätsstrukturen und so weiter, dass man davon ein bisschen wegkommen sollte. Genau. Was ich am interessantesten fand, ist, dass in beide Bewegungen,
Also beide versuchen irgendeinen Multiskala-Ansatz zu entwickeln. Also auch bei linker Accelerationismus. Die wollen natürlich nicht diese total zentralisierte, zum Beispiel Sowjet-System haben und versuchen zu erklären, wie das funktionieren würde, wie man so eine Kombination von dezentrale und zentrale Organisationsformen haben würde, mit Beispielen aus der CyberSyn Project und andere so Ansätze, die von Cybernetics geprägt sind. Und bei Degrowth ist es auch so, es gibt ganz interessante Arbeiten über diese Hinterfragung dieser lokalen Ebene der Degrowth, also von Degrowth-Vorschläge und auch diese eine Entwicklung von einer Theorie, wie man das Multiskala irgendwie auf verschiedene Ebenen machen würde. Und ich glaube, das ist viel mehr, das ist jetzt, glaube ich, eine zentrale Idee in der heutigen Postwachstums- oder Degrowth-Bewegung, dass man beide irgendwie haben muss. Und es gibt auch viele neue, interessante Arbeiten zu einem Degrowth-Staat. Wie würde das aussehen? Und genau. Mhm. Also das ist vielleicht durchaus was, wo die Degrowth-Bewegung dann eben auch noch was lernen kann, vom linken Akzelerationismus zum Beispiel. Auf der anderen Seite, finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt, den vielleicht dann wiederum der linke Akzelerationismus sich von der Degrowth-Bewegung abschauen kann. Die Frage, inwiefern nicht auch das Paradigma des in Anführungsstrichen liberalen Subjekts in einfach ganz grundlegend in Frage gestellt werden muss. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass die Degrowth-Bewegung, weil du eben meintest, okay, wie sehr schafft sie es denn, eine positive Utopie oder positive Imaginationen von Zukunft auch zu erzeugen. Und ich denke, auf der einen Seite natürlich, es gibt quasi dieses Arbeiten mit der Bedrohung und auch dieser Frage der Zeit, wie schnell muss man denn handeln und so weiter und so fort. Da bin ich zum Teil mir auch nicht ganz sicher, wie ich dazu stehe. Ja, also, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, was für mich jedenfalls ganz stark präsent war in diesen Degrowth-Texten, war auch eben der Verweis darauf, dass man, indem man sich von den bestehenden Paradigmen abwendet, die auf Wachstum, auf eben auch eigentlich letztlich starken Individualismus und so weiter ausgerichtet sind, dass es da auch etwas zu holen gibt für uns alle, nämlich Ideen von Gemeinschaftlichkeit, auch Ideen von Subjektivität, die eben viel stärker auf anderen Freiheitsbegriffen aufbauen. Ja? Also nicht so sehr auf individueller Freiheit, sondern viel stärker auf eine Idee von Freiheit zur Gemeinschaft. So hat das zum Beispiel auch ein Gast in einer früheren Folge, Daniel Leuk, mal dargestellt. Und ich fand das eigentlich sehr schön, weil ich finde, da liegt nämlich eine ganz große Stärke auch der Degrowth-Bewegung, wenn es um die Frage geht, wie kann man denn sagen, positive Imaginationen von Zukunft als Bewegung erzeugen und transportieren, die durchaus eben auch ein massentaugliches Element in sich tragen. Weil ich glaube nämlich sehr wohl, dass wir alle durchaus diese Form von Gemeinschaftlichkeit und auch von Verbundenheit, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu esoterisch, aber dass wir das alle eigentlich irgendwie ja auch auf bestimmten Ebenen ganz klar spüren, dass das im Grunde eine Tatsache ist. Und diese Tatsache besser leben zu können und herauszuarbeiten, scheint mir eben auch ein Anliegen der Degrowth-Bewegung zu sein. Wie würdest du diese Positionierung der Degrowth-Bewegung da umschreiben in Bezug auf die Frage des Subjekts auch? Ja? Und glaubst du, dass der linke Akzelerationismus da vielleicht auch ein wenig gefangen ist im Paradigma des liberalen Subjekts eigentlich? Ja, sehr spannende Frage. Also für die Frage, was heißt Freiheit zum Beispiel von einer Degrowth-Perspektive, hier ist der Philosoph Cornelius Castoriadis sehr wichtig. Und im Wesentlichen würde ich einfach sagen, dass Autonomie wird in der Degrowth-Bewegung definiert als die Fähigkeit, uns kollektiv und demokratisch zu begrenzen, also to self-limit heißt das so, um unseres allgemeinen Wohlbefindens zu schaffen. Und dies und nicht der individuelle Expansionsdrang zum Beispiel
schafft Freiheit dann. Aber ich würde das vielleicht zum Teil widersprechen, dass linker Accelerationismus im liberalen Paradigma irgendwie gefangen ist, weil da muss man wirklich unterscheiden zwischen, wie ist die äußere Kommunikation in Büchern von, also wie Inventing the Future of Fully Automated Luxury Communism, wie ist diese Ästhetik und was sind die eigentlichen Ideen, was sind die eigentlichen Vorschläge. Und man findet schon ganz viel über mehr Gemeinschaft in solche utopische Visionen und auch in die konkrete Vorschläge, wie wir unsere Gemeinschaften gestalten sollten unter linker Accelerationismus zum Beispiel. Es ist nur, dass, ja, es gibt irgendwie diese strategische Art und Weise, die Ideen zu kommunizieren. Und ich glaube, es gibt irgendwie so einen Konflikt zwischen diese linke akzelerationistische Ästhetik und was die eigentlich sagen wollen und welche Welt die eigentlich hervorbringen wollen. Und das finde ich ganz interessant, weil es wird immer dieser Appell an unsere, also ist eine Vision mit einem Appell an diese liberalen Subjekt jetzt, also es wird so kommuniziert, zum Beispiel mit diese ganz große Statements, dass wir alle bald Fully Automated Luxury Communism haben können. Und quasi zu sagen, dass wir müssen ja gar nicht ändern und wir müssen also alles nicht von null auf aufbauen. Aber ich würde einfach sagen, das passt manchmal nicht. Und es gibt auch interessante Stellen in beide Bücher, wo auch eine andere Subjektivität irgendwie ganz kurz dargestellt wird. Also es wird nicht betont, aber es ist in diese Bücher. Das findet man schon, dass die versuchen, eine andere Konzeption des Konsums herauszuarbeiten. Und das klingt immer sehr ähnlich zu einem Konzept des Radical Abundance in Degrowth, dass man hat das Gefühl, dass man viel hat und dass man wirklich sein Leben erfüllt und so weiter. Aber es ist nicht durch so mindless consumption unter Kapitalismus, also es ist nicht durch kapitalistische Konsumtion, sondern eine ganz andere Art und Weise, wie man mit der Welt umgeht. Und das findet man in beide Bewegungen. Es ist nur, dass Degrowth hebt das viel mehr hervor, diese andere, also Gemeinschaftssinn und andere Form der Subjektivität. Und bei linker Akzelerationismus, das sieht man nicht so oft in der Kommunikation, aber ich glaube, es steckt drin und das ist auch dann so eine Stelle, wo man diese Synthese irgendwie versuchen konnte. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist nämlich eigentlich auch auf eine Art ja ein bisschen, also wir hatten es ja eh schon auch angesprochen, im Grunde ist es ja irgendwie auch clever, das so zu machen, weil man adressiert ja auch Menschen, die gelernt haben, sich als liberale Subjekte zu sehen und zu empfinden. Und dann ist es ja eigentlich auf eine Art, eben, wie gesagt, das hast du ja schon herausgestellt, strategisch gar nicht so blöd zu sagen, okay, die äußere Kommunikation, die richtet sich an dieses Selbstempfinden, mit dem wir allesamt aufgewachsen sind, ja. Aber die Policies, die wir dann da reinsneaken, die sind irgendwie halt eigentlich schon einen Schritt weiter und versuchen im Grunde dann letztlich ja auch den Bodensatz zu erschaffen, um im nächsten Schritt dann wiederum auch quasi auf einer zum Beispiel Ebene der Subjektivität das leben zu können und zu verinnerlichen. Also eigentlich auf eine Art geschickt, kann man sagen. Ja, obwohl hat man auch immer noch dieses Risiko, dass linker Akzelerationismus nicht richtig verstanden wird, auch von anderen linken Denker zum Beispiel. Also das wird, also wir haben gesehen, dass Degrowth oft angefeindet wird. Aber das ist auch genauso für linker Akzelerationismus. Es wird auch oft falsch dargestellt, um irgendeinen Punkt zu illustrieren zum Beispiel. Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen so kurzfristige und langfristige strategische Vorteile. Ich glaube, kurzfristig hat linker Akzelerationismus viel mehr Vorteile. Aber langfristig hat man auch das Gefahr, dass man vereinnahmt wird oder dass man kooptiert wird oder dass man auch vielleicht, also ich meine, es gibt auch, also die Leute, also wir als irgendwie so im globalen Norden, diese liberalen Subjekte, wir sind eine globale Minorität und es gibt auch viele andere Wünsche in unsere Gesellschaften und ich glaube, dass nicht alle Leute wollen eigentlich eine Fully Automated Luxury Communism. Das ist wirklich so nur eine ganz begrenzte Audience oder Publikum, wenn man das auch so sieht, wenn man so ein bisschen
Big Picture seht, würde ich sagen. Und ja, also das ist nur zu sagen, dass jede Strategie hat irgendwie Vorteile und Nachteile und man muss gucken, ab wann kippt dieser Vorteil unserer Strategie und Kommunikation, ab wann wird das dann zum Nachteil? Und das ist dann halt auch eine wichtige Frage und ja. Mhm. Bevor wir dann jetzt quasi auch zu der Frage der Synthese einbiegen, was du da auch vielleicht vorschlägst, strategisch, wie man die richtigen, wichtigen und guten Elemente beider Bewegungen eben synthetisieren kann und dann auch in Strategien übersetzen. Bevor wir das machen, mag ich noch ein paar Nachfragen hinterher schieben zu Beschreibungen von Degrowth, die ich gelesen habe oder bei dir gehört habe oder so. Und da war jetzt gerade auch wieder ein Wort dabei, das mich da an eine Frage erinnert hat, nämlich eben, du hast jetzt gerade vom Global North gesprochen. Wie geht denn da die Degrowth-Bewegung mit der Frage um? Du hattest in den Vorträgen gesagt, okay, das Ziel ist, dass eben die Menschen im Global North quasi den Konsum herunterschrauben und sagen da eben auch Beschränkungen walten lassen, die aber eben, haben wir ja schon besprochen, auf ein letztlich besseres Leben für alle hinauslaufen. Wie geht man da vor in Bezug auf weniger privilegierte Bereiche der Welt? Also wie sieht man das in Bezug auf den Global South und vielleicht auch in Bezug auf Menschen innerhalb des globalen Nordens, die weniger privilegiert sind und jetzt schon zu den ganz massiven Verlierern der Situation zählen? Genau, das ist eine sehr wichtige Frage. Also erstens ist wichtig zu erkennen, dass ein großer Teil des Wirtschaftswachstums, besonders in reichen Ländern, das war im Wesentlichen von Ausbeutung und so ungleichen Austausch von Arbeit und auch ungleichen ökologischen Austausch mit dem globalen Süden. Also es gibt viele Länder, die durch unser Growth Regime quasi sehr stark benachteiligt wurden. Und auch dazu gehört auch diese Entwicklungsparadigma. Das ist wirklich sehr eng verbunden mit Wachstum als Ideologie, dass es wirklich nur eine Entwicklungspfade gibt für alle Länder und die müssen das folgen und ihre Wirtschaften dann so wachsen. Und die Idee, also das ist wirklich ein Kernaspekt der Degrowth-Kritik am Wachstum. Und aus dieser Perspektive macht es wirklich keinen Sinn, dann von diesen Ländern, die besonders unter dem globalen Wachstumsregime gelitten haben, dann zu verlangen, für dessen Fehl zu bezahlen und zuerst auch mit Downscaling von Produktion und Konsumption zu beginnen. Also die allgemeine Idee und auch das wird auch so modelliert in ökologische Ökonomie, ist, dass die reichere Nationen mit einer ganz größeren ökologischen Schuld, die müssen zuerst ihre Produktion und Konsum reduzieren. Andere Länder können ihre Wirtschaft auf einem selbstbestimmten Weg, das ist sehr wichtig, der nicht vom globalen Norden aufgezwungen wird, dann weiterentwickeln, bis sie in einem Zustand sind, in dem sie bereit sind, dann eine Degrowth-Transition dann zu machen. Man kann auch natürlich fragen, macht es wirklich Sinn, dann diese Dichotomie zwischen globalen Norden und Süden, macht es Sinn, darüber zu sprechen? Ist das dann, also die sind ja keine homogene Räume. Aus diesem Grund bewegt sich jetzt eine Reihe von Degrowth-Forschern aus der ganzen Welt, die versuchen jetzt so eine radikalere Forschungsagenda dann aufzubauen. Also man erkennt natürlich, dass es innerhalb des globalen Südens Kern- und Peripheriestrukturen gibt, sowohl als auch im globalen Norden. Also die sind, und es gibt auch sowas wie die transnationale Kapitalistenklasse. Und von daher macht es keinen Sinn, einfach globalen Norden und globalen Süden dann so als zwei ganz unterschiedliche getrennte Kategorien anzusehen. Und hier ist die Wichtigkeit der Selbstbestimmung also noch größer. Und ich glaube, die Idee ist jetzt irgendwie, Degrowth muss kontextspezifisch umgesetzt werden. Und der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, dass man Stimmen erhebt, die sich am Rande der globalen Wachstumswirtschaft befinden. Und dies wird ausführlicher in einem kürzlich erschienenen Artikel diskutiert und das heißt Ecological Economics and Degrowth, Proposing a Future Research Agenda from the Margins. Und das würde ich ja sehr empfehlen, weil das ist wirklich eine sehr komplexe Frage und ja, genau. Mhm. Okay, dann
biegen wir doch mal in diese Frage der Synthese ein. Wir haben ja jetzt eh schon einige interessante Aspekte, finde ich, herausgearbeitet, wo eben beide Strömungen im Grunde vielleicht sich auch oft missverstehen, gegenseitig auf der einen Seite und im Grunde viel teilen, aber auch gewisse eben grundlegend unterschiedliche Annahmen haben, vor allem wenn es um die Frage eben des Wachstums geht. Wo siehst du die wichtigsten Überschneidungspunkte, mit denen man jetzt weiterarbeiten kann, wenn es um eine Frage der Synthese dieser unterschiedlichen Positionen geht? Genau, also ich würde vorschlagen, also wenn man diese Synthese irgendwie umsetzen möchte, also zunächst Bereiche für diese gemeinsame Arbeit, also Praxis- und Forschungsarbeit zu identifizieren. Und wir haben schon ein bisschen besprochen über die so Politikvorschläge in den nächsten 5 bis 10 Jahren, die sind sehr, sehr ähnlich. Zum Beispiel, ja, universelles Grundeinkommen und Grundversorgung, Verkürzung der Arbeitszeit und so weiter. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass auf beiden Seiten man erkennt, dass, okay, ja, in diese andere Bewegung, die machen ja viel Forschung und andere Experimente in diesem Gebiet, und dass man wirklich diese Felder dann findet und die Brücken baut, um verschiedene Kollaborationen zu machen. Man kann das auch auf diese theoretische Ebene machen. Also wenn man eher, was ist die grundlegende Theorie von Degrowth und linker Accelerationismus? Wir finden, dass beide wollen ein Konzept herausarbeiten, wo Zentralisation und Dezentralisation irgendwie auf irgendeine Art und Weise kombiniert werden kann. Und das wäre auch ein toller Ort für Zusammenarbeit, finde ich. Und drittens würde ich sagen, dass es gibt auch Stellen in beide Bewegungen, wo man braucht jeweils mehr Forschung und mehr Arbeit und Handeln. Und eine wichtige Bereich ist, finde ich, wie geht man mit Technologien um, die nicht umgewidmet werden können, also in dieser accelerationistische Paradigma. Also was sind die Kriterien für Technologien, die wir behalten wollen und umstellen wollen? Und was machen wir, wenn eine Form der Technologie einfach nicht passt? Und ich glaube, es muss auf beiden Seiten strategischer darüber nachgedacht, wie Technologie-Moratorien zum Beispiel als Mechanismus funktionieren. Und wie würde dann ein linker Ansatz zur Abschaffung einer bestimmten Form von schädlicher und nötiger Technologie aussehen? Also es gibt auch mehrere Passagen in zum Beispiel Inventing the Future, wo man sieht die Anfänge eine solche Kriterien, also wie man diese Entscheidungen treffen konnte. Aber das ist nicht wirklich herausgearbeitet und es ist nicht so in der linken Accelerationismus, dass man alle Technologien irgendwie mitnehmen möchte in diese Transformation, zum Beispiel Nuclear Warfare, also militäre Technologien, die würde man natürlich nicht behalten. Aber gibt es vielleicht andere Formen der Technologie, die nicht passen mit dieser utopischen Vision? Und ich glaube, man braucht eine Methodik, wie man das herausfindet, wie man das demokratisch diskutiert, und das wäre auch vielleicht ein sinnvoller Ort, wie man so diese erste Kollaboration und Zusammenarbeit anfangen könnte. Und welche Strategien schlägst du denn dann vor, um diese gemeinsamen Ziele, die aus dieser Synthese dann vielleicht auch erschaffen werden können, dass man die auch erreicht? Ja, also wie kann diese neue Allianz aus linkem Akzelerationismus und Degrowth-Bewegung sich strategisch platzieren? Ja, ich glaube, also das ist natürlich eine schwierige Frage, und ich würde vielleicht einfach sagen, versuch es erstmal mit Zusammenarbeit, und ob das wirklich klappt, also da bin ich auch nicht sicher. Ich glaube, es ist auch erstmal wichtig, dass man offene Räume für diese Diskussion findet. Also in der Degrowth-Bewegung gibt es immer verschiedene Konferenzen, wo Forscher und Aktivisten sich treffen und besprechen dann die verschiedenen Vorschläge. Und ich glaube, also bei linker Accelerationismus, es gibt
bestimmte eher so Medienplattformen, aber bestimmt auch Lesegruppen. Und also ich bin einfach nicht sicher, welche Organisationsform diese Bewegung hat. Aber man würde dann gucken, ob also irgendwelche, also vielleicht so eine Joint Conference irgendwie zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch sehr kontextspezifisch. Also es gibt Degrowth-Gruppen und verschiedene Organisationsformen in vielen Ländern. Und ich weiß auch einfach nicht, wie weit linker Akzelerationismus verbreitet ist. Also ja, ob das, ja, also es ist schwierig zu sagen. I'm not sure if I can answer this question. Don't mind. Du musst gar keine finale Antwort darauf geben können, ganz ehrlich. Ich finde das ja eh schon total fantastisch, dass du überhaupt auf diese Synthese und auf diesen Brückenschlag hinarbeitest. Und ich finde, so wie du es jetzt dargestellt hast, nämlich, dass man eigentlich Räume zunächst auch mal für diesen Diskurs eröffnen sollte, dass das eh schon natürlich ein erster Schritt ist auch. Und das hast du ja sowohl in deinen Vorlesungen bei Trust als auch im heutigen Gespräch hier im Podcast schon getan. Ich frage am Schluss dann noch immer, Joanna, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig? Ach ja, also ich finde, das ist auch eine sehr schwierige Frage, weil also natürlich ist es wirklich eine sehr schlimme Situation jetzt und ich würde auch sehr vorsichtig sein, vielleicht, also es gibt... Wir haben in der letzten Zeit also viele vielleicht Gründe für Hoffnung, also neue Reformen, andere Politiken, die jetzt durchgesetzt werden. Aber ich glaube, das ist wirklich eine sehr kritische Zeit für alle. Und ich glaube, manchmal ist es auch gut, ein bisschen pessimistisch zu bleiben. Ich glaube irgendwie, dass Hoffnung so ein bisschen überbewertet ist. Also Verzweiflung kann auch zum Handeln und Engagement irgendwie treiben. Und so ist es so ist es für mich eigentlich. Das ist doch mal eine Ansage. Hoffnung ist überbewertet, aber handeln sollten wir trotzdem. Joanna, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag FutureHistories oder auf Reddit. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt und wie euch diese Folge hier gefallen hat. Unbedingt gut bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr nutzt. Für unsere Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es auf www.patreon.com/futurehistories vieles an Zusatzmaterial. Da könnt ihr also auch vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.